Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal. Ja, es ist schon ein klein wenig her, dass ich das letzte Mal ein Video hochgeladen habe, aber das hat auch ein klein wenig mit diesem Thema zu tun. Denn seit Patch 9.2 spiele ich nun ein Heiler halt in Mythisch Plus und da hatte ich sehr viele Aha-Augenblicke, bei denen ich mir so dachte, die möchte ich gerne mit ein paar Leuten teilen und das seht ihr. Sollte dir dieses Video helfen oder gefallen, dann hinterlass doch gerne ein Like und einen Kommentar. Damit würdest du mich auch unterstützen, natürlich. Dankeschön. Ja, das klingt wahrscheinlich ziemlich dumm, aber passt auf euch auf. Ein toter Heiler bringt der Gruppe nichts. Mir ist es so oft passiert, dass ich gestorben bin, weil mein Fokus einfach auf der Gruppe war, aber nicht bei mir selber und dabei bin ich dann halt an irgendeinem Debuff gestorben oder ich wurde halt einfach von den allgemeinen AOE-Schaden getötet. Die klassische Rolle des Heilers gibt es im Mythisch Plus nicht wirklich. Oder doch, schon. Wir müssen immer noch die Gruppe am Leben halten, aber wir sind eher diese Supporter. Wir haben ein Toolkit, das wir nutzen sollen und dieses müssen wir kennen. Wir müssen wissen, was unsere Klasse mitbringt und wie wir der Gruppe jetzt am besten unterstützen können. Welche Stunts haben wir, welche Cooldowns können wir ziehen und so weiter und so fort. Seid euch darüber bewusst, denn ihr seid nicht einfach nur ein Heiler, ihr seid ein Teil von einem 5-Mann-Team und jeder einzelne Cooldown zählt. Auch die Offensiven. Was bringen euch die besten Cooldowns, wenn ihr sie niemals nutzt? Natürlich gibt es Zeitpunkte, wo ihr sie gerne haben wollt, aber ich weiß, dass es Zeitpunkte gibt, wo die Cooldowns einfach nur off stehen, wo ihr sie eigentlich nutzen könntet, auch wenn ihr sie zu einem späteren Zeitpunkt braucht. Also nutzt sie, schaut doch einfach mal nach, yo, kann ich das jetzt ziehen und habe ich die Cooldowns dann wieder ab, wenn ich sie wieder brauche? Schaut es euch an, merkt nach, nutzt eure Cooldowns. Viele Spieler nutzen Boss-Encounter-Add-ons, wie zum Beispiel DBM oder auch Big Wigs, aber sie wissen nicht, dass sie dieses auch individuell einstellen können. Und ja, nicht jede Fähigkeit ist für euch als Heiler wichtig. Es gibt bestimmte Fähigkeiten, die ihr euch anzeigen lassen müsst und es gibt Fähigkeiten, die für euch vollkommen irrelevant sind. Stellt es euch so ein, wie ihr es braucht. Ihr könnt im Big Wigs tatsächlich eure Signale auch richtig einstellen, also dieser Sound kommt jetzt zu dieser Fähigkeit. Probiert es aus, schaut ein bisschen ran, schaut ein bisschen auf YouTube. Vielleicht mache ich auch nochmal einen Guide dazu. Wir schauen es mal. Ja, und zu guter Letzt ein kleiner Tipp, der so simpel ist, dass es eigentlich selbstverständlich sein sollte. Aber gerade als Tank und Heiler hat man gerade am Anfang diese gewisse Unsicherheit. Man weiß nicht ganz genau, was man eigentlich will, wie viel man sich zutraut. Aber vergesst es einfach. Setzt euch ein Ziel und sagt, yo, wir probieren es aus und hört erst auf, wenn ihr irgendeine Grenze erreicht, die zum Beispiel macht, dass ihr mehr Gear fahren müsst, mehr Legend oder ein anderes Legendary tragen müsst, aber seid einfach Macher, probiert es einfach, probiert aus, wo eure Grenzen jetzt eigentlich sind. Was habt ihr noch so für Tipps oder auch Fragen als neue Heiler in World of Warcraft? Schreibt es mir doch gerne unten in die Kommentare. Um nichts mehr zu verpassen, hinterlasst doch gerne ein Abo auf meinen Kanal. Ich wünsche euch noch viel Spaß und Erfolg. Ciao.